Frage, die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat. Wenn ich sage, ich steche heute alle ab und mache dann Folgendes. Die Staatsanwaltschaft sagt, Motivlage unklar. Für mich ist hier einiges im Unklaren, und zwar, wie viel hier vertuscht werden soll, unter den Teppich gekehrt werden soll. Es findet schon Zensur statt und das Ganze natürlich unter dem Deckmantel der Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen. Wir sind beim Attentat, beim Anschlag, beim Mordversuch bzw. beim vollendeten Mord in Solingen. Es ist wirklich schon bezeichnend, was sie sagen und was sie nicht sagen. Die Pressekonferenz heute um 15 Uhr von der Polizei war ein Schlag ins Gesicht von jedem Journalisten. Die Journalisten, sie waren wirklich fassungslos. Es wurde keine Täterbeschreibung bekannt gegeben. Es wurde einfach 18 Stunden nach der Tat gesagt. Leonie Ipati von news.de nochmal. Eben habe ich ja gefragt, ob es Bildmaterial vom Täter gibt. Das haben Sie verneint. Auf eine Nachfrage von einer Kollegin haben Sie aber gesagt, dass das Bildmaterial gezielt auf den Hals untersucht wird. Also gibt es doch Bildmaterial von der Tat oder wie kann man das verstehen? Also in den sozialen Medien kann man ein Material sichten. Das liegt natürlich auch der Polizei NRW vor und dort wird eine solche Tat dargestellt, genau die das sind. Allerdings eignet sich das Bildmaterial nicht zur Veröffentlichung einer konkreten Person, die man da konkret zunehmen kann. Und eine kurze Nachfrage. Es gab nämlich Gerüchte, dass es Durchsuchungen in Moscheen gab. Stimmt das? Auch dazu kann ich im Moment keine Stellung nehmen. Wir können Ihnen leider nichts mitteilen, außer dass wir 3 Todesopfer zu verzeichnen haben, dass wir inzwischen sogar Mitarbeiter des Generalbundesanwaltes in Solingen haben, der jederzeit bereit ist, das Verfahren zu übernehmen, wenn sich hier eine klare Motivlage herauskristallisiert. Es ist hier ganz klar von einem islamistischen Anschlag auszugehen. Alles andere wäre jetzt wirklich eine Verhöhnung der Opfer. Ach ja, die ARD, da war ja was. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also und nicht nur die ARD verhöhnt hier uns, wir werden auch verhöhnt vom leitenden Staatsanwalt der Sonderspezialabteilung für solche Verbrechen aus NRW. Und da müssen wir nur noch einmal daran erinnern, wer denn der Chef von diesem Staatsanwalt ist. Es ist der Justizminister Limbach, der so viele Skandale in NRW am Bein hat, dass man inzwischen schon eine eigene Excel-Tabelle dafür anlegen muss. Überall hat er seine Finger mit drin, überall hat er was herumgerührt und natürlich kann er hier die Anweisung erteilen, dass keine Presseinformationen bekannt gegeben werden. Und das haben sie offensichtlich getan, denn es ist ein 15-Jähriger in Gewahrsam, der wegen Nichtanzeigens von Straftaten, für mich ist das Beihilfe zum Mord teilweise, was hier im Raum steht, er soll davon gewusst haben, es gibt, das kennt ihr von Weichreiter-TV, die Zeugen, die gesagt haben, sie haben sie beobachtet, wie sie hingelaufen sind zum Fest und der eine zum anderen gesagt hat, heute will ich Kehlen aufschlitzen. Das soll wohl der 15-Jährige hier gehört haben und sie halten ihn fest wegen des Nichtanzeigens von geplanten Straftaten. Die Wahrheit ist, er hat wohl Beihilfe geleistet und vor allem wissen sie anscheinend, wer der Täter ist. Sie wissen es mit Namen, denn der 15-Jährige wird wohl Angaben gemacht haben. Sie haben bei dem jungen Mann heute Morgen mit dem SEK mal die Tür aufgesprengt. Und da muss ich sagen, Respekt in NRW. Sie dachten wohl, es ist der Täter und sind hier mit dem großen Besteck im Mehrfamilienhaus vorgegangen. Ich unterstütze immer harte Polizeieinsätze. Und auch hier, wenn es hier Beihilfe zu Mord oder sonstigem gibt, dann kann man auch mal die Wohnungstür aufsprengen, um den 15-Jährigen aus der Wohnung zu holen. Und jetzt kommt hier der Einfluss der Grünen. Es wird aus Jugendschutzgründen keinerlei Angaben außer das Alter zu diesem jungen Mann gemacht. Keine Staatsangehörigkeit, kein Aufenthaltsstatus, einfach gar nichts. Es wird noch nicht mal gesagt, ob er Polizei bekannt ist, denn die Zeugin hat im Video ausgesagt, dass dieser junge Mann mit ihr schon eine Straftat verübt hat und sie ihn deswegen wiedererkannt hat. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die Polizei hier weit mehr weiß, als sie uns sagen will. Aus ermittlungstaktischen Gründen ist das ja auch in Ordnung. Doch nach der Pressekonferenz, die für 17 Uhr angesetzt war und dann aber erst später stattgefunden hat mit Frau Faeser, es war knapp vor 18 Uhr, Herbert Reul, dem Bürgermeister von Solingen und dem Ministerpräsidenten von NRW, seitdem wissen wir doch einiges mehr, obwohl sie nichts gesagt haben.
Doch Herr Reul hat am Ende nochmal erklärt, warum Sie jetzt von Ihrem Tatortbesuch in der Innenstadt Abstand nehmen. Es ist nicht nur die Trauer der ganzen Bevölkerung der Stadt Solingen, sondern es geht vor allem darum, gerade im Moment im innerstädtischen Bereich von Solingen eine sehr starke Präsenz von Polizisten auch haben, um zu fahnden, um bestimmte Fälle auch aufzuklären, werden wir, da bitte ich um Verständnis, nicht verlagern. Wir werden jetzt unseren Termin hier beenden. Wir gehen nicht mehr zu dem Tatort, weil im innerstädtischen Bereich jetzt größere Maßnahmen laufen, die notwendig sind, um Fahndung voranzutreiben. Und wir waren uns einig, wir wollen jetzt die Arbeit da nicht stören. Jede Minute, jede Stunde ist wichtig und die müssen die Zeit haben. Und ob wir jetzt dahin gehen oder nicht dahin gehen, wird nicht entscheidend sein. Dass dort jetzt mit einem massiven Polizeiaufgebot weitere Fahndungsmaßnahmen laufen und man deswegen diese ermittlungstaktischen Einsätze nicht gefährden möchte, danach schalten Sie in das Studio bei Welt zu einem Experten und fragen ihn, was konnten Sie aus dieser Antwort herauslesen, was jetzt für uns völlig neu war? Und er sagte absolut gar nichts und ich sage, Moment mal. Sie sagen offiziell den Besuch der Minister ab am Tatort, weil die Polizei dort jetzt erweiterte Maßnahmen macht. Das sagt einiges aus, und zwar darüber, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Täter wohl noch im Innenstadtgebiet von Solingen sich aufhält. Sie werden wohl den Namen wissen, den Namen von dem 15-Jährigen. Ebenfalls soll es mindestens ein Video in sozialen Netzwerken geben. Ich habe wirklich viel gesucht und lange gesucht. Ich habe nichts gefunden. Auch news.de hat nichts gefunden, die sonst sowas immer haben. Allerdings haben mir Leser schon E-Mails geschickt mit Links, die in Deutschland inzwischen zensiert werden. Es ist teilweise wahr. Ich musste es dann über VPN, teilweise über französischen VPN konnte ich es noch aufrufen. Und das war leider nicht die Tatszene zu beobachten. Dennoch ist es interessant, wo dieses Video hier aufgetaucht sein soll. Es gibt bei der Staatsanwaltschaft nur eines dieser Videos, auf dem ganz klar die Attacken Richtung Hals zu sehen sind. Und ich habe euch das schon mal heute Morgen im Video erklärt. Wenn man das da macht oder das da macht, ja, das steht in einer Sure im Koran, aber das darf man ja wieder nicht sagen. Und es ist am Ende, wie es sein sollte. Es gibt Zeugen, die haben gesagt, ja, ich kenne den Mann, er kommt hier aus der Moschee. Und sie wollen jetzt gar nichts sagen, weil sie solche Angst haben, was in England passiert ist, nach dem Mord an den drei jungen Mädchen. Jetzt hüllen sie sich hier komplett in Schweigen. Die ganze Bevölkerung, sie ist verunsichert. Auf die Fragen, die gestellt wurden, hat der Staatsanwalt und die Polizeivertreter so ausweichend geantwortet, dass wir hier inzwischen davon ausgehen müssen, dass man hier ein Wespennest angestochen hat. Es gibt hier krasse Entwicklungen, wenn man das mal hier zusammenfassen möchte. Und zwar wurden diverse Fragen gestellt. Es wurde mitgeteilt, dass bundesweite Maßnahmen laufen, nicht nur landesweite in NRW, sondern bundesweit sind Durchsuchungsmaßnahmen am Laufen. Auf die Frage, ob eine Moschee in Solingen schon durchsucht worden sein soll, sagte der Staatsanwalt nur kein Kommentar. Zu dem 15-Jährigen in Gewahrsam wird dann auch kein weiterer Kommentar gemacht. Auch zur Nachfrage, ob denn die GSG 9 als Sondereinheit des Bundes im Einsatz ist, kein Kommentar. Es hat auf jeden Fall eine Gesamtalarmierung in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Knappe 800 Beamte haben sie zusammengekratzt. Mindestens die Hälfte davon waren SEK-Beamte. Es gibt bis jetzt keine öffentliche Täterbeschreibung. Und das, obwohl es mindestens 30 Augenzeugen gibt, die der Polizei bekannt sind. Zusätzlich ist es wirklich phänomenal, dass es hier keine Videoaufnahme ins Netz geschafft hat. Dabei gibt es von weitaus kleineren Veranstaltungen oder Delikten durchaus Internetaufnahmen. Es wurde dann noch der Hinweis erteilt, dass auch die Betrachtung des Schienensystems durch die Bundespolizei hier ins Auge gefasst wird. Und da kann man jetzt spekulieren, würden die einen sagen, aber durch die Blume geben sie hier ziemlich viel bekannt. Sie sind von dieser Tat in Solingen völlig überrascht gewesen, sie sind völlig überrumpelt gewesen und sie sind völlig im Unklaren über das Lagebild gewesen. Deswegen haben sie hier quasi bundesweit Maßnahmen durchgeführt, beziehungsweise es könnte sein, dass hier in Solingen sich etwas Bann gebrochen hat, was am Ende, wenn man nachgeschaut hat, dann der Stich ins Wespennest gewesen ist und man hier eine ganze Zelle inzwischen unter Beobachtung hat, denn es ist verdächtig ruhig. Die ganze Polizei, sie ist weiterhin präsent und es geht hier wohl die ganze Nacht bis morgen auch noch weiter. Ich denke, Sie wissen ganz genau, wen Sie suchen und das Problem wird sein,
es wird noch mehr geben. Kleiner Funfact am Rande, der schöne Bürgermeister von Solingen, der sich bei der ersten Pressekonferenz gedrückt hat, ja, gegen den läuft ein Ermittlungsverfahren des Staatsanwaltes, der eben auf der Pressekonferenz saß, wegen Schleusungskriminalität. Er soll in diesem ganzen Chinesen-Schleuserskandal um das Pascha in Köln mit verwickelt sein. Es geht hier auch mal wieder um über 300.000 Euro Schmiergeld. Und diese Person, die sagte das Gleiche wie unsere Innenministerin heute. Die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat, lassen Sie sich nicht davon beeindrucken. Diejenigen, die jetzt wieder Hass schüren wollen, bla, bla, bla. Ich kann es nicht mehr hören. Es hat überhaupt nichts mit Hass zu tun. Diejenigen, die hassen, sind die, die damit auf der Straße rumlaufen, die, denen das auch völlig egal ist. Ja, das ist ungefähr so lang wie das, was man hier, also steht 20 Zentimeter drauf, aber das ist ungefähr 20 Zentimeter lang. Und sie wollten die Klingenlänge von 12 auf 6 Zentimeter kürzen. Ihr wisst ja, was man dann da macht. Dann nimmt man einfach sein Küchenmesser, wenn man was vorhat, nimmt es mit und so weiter und so fort. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn irgendjemand das Video hat, weiß, wo ich es finden kann, bitte mir einfach eine E-Mail schicken an kontakt@politik-mit-kopf.de. Ohne Bindestrich, einfach zusammengeschrieben. Und bald gibt es auch auswandern-mit-kopf.de, dann auch mit E-Mail-Adresse. Ihr kennt es, den Zweitkanal für Arm und Reich, für Jung und Alt, für jeden, der diesen Wahnsinn hier nicht mehr aushält, der sich endlich etwas befreien will von der täglichen Messergewalt. Für den gibt es jetzt Auswandern mit Kopf. Ansonsten sei dir gesagt, schau in Telegram vorbei, schau auf X vorbei und ansonsten ciao, bis bald.